Moin Leute, ihr fragt mich immer wieder, wie ich denn den Thrustmaster TCA Airbus Sidestick finde und inwiefern der mit dem echten Sidestick aus dem echten Airbus Cockpit zu vergleichen ist. Ich erzähle euch einfach mal, was mir alles so aufgefallen ist in den letzten 2 Jahren, in denen ich das Ding benutze, was mir daran sehr gut gefällt und was mir nicht ganz gut gefällt. Viel Spaß damit! Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Prinzipiell finde ich es ja erstmal richtig gut, dass sich ein Hersteller, und zwar ein etablierter Hersteller, ein renommierter Hersteller für Peripherie, für den Flugsimulator damit auseinandergesetzt hat, ein Produkt für Leute zu entwickeln, die ganz genau wissen, okay, das mit diesem ganzen Militärflugzeugen, das ist zwar cool, dass es im Flugsimulator funktioniert, ist aber nicht so mein Ding, sondern ich fliege lieber zivile Verkehrsflugzeuge von A nach B. Denn das, was wir dann bekommen, sind vor allem erstmal sehr viel aufgeräumtere Gerätschaften, als wir das jetzt vielleicht von anderen Joysticks oder von anderen Eingabegeräten kennen. Es beschränkt sich halt auf die paar wichtigen, aber essentiell wichtigen Funktionen, die wir brauchen, wenn wir ein ziviles Verkehrsflugzeug wie einen Airbus A320 im Flugsimulator fliegen wollen. Und ich finde schon mal sehr, sehr gut, dass wir, die Leute, die sich dafür interessieren, auch in dieser Preiskategorie jetzt mittlerweile was Vernünftiges bekommen. Denn ja, man kann definitiv schon seit einigen Jahren sich zu Hause auf einem sehr hohen Level ein sehr detailliertes Home-Cockpit für den A320 oder die 737 zusammenbauen. Aber das findet dann halt auch ganz oft in einer ganz anderen Preiskategorie statt als das, was wir jetzt hier mit Standardeingabegeräten wie Joystick, Schubhebel und dann vielleicht noch Ruderpedalen haben. Das bedeutet für diesen Sidestick von Thrustmaster, dass der fast ganz genauso gut aufgeräumt ist wie der echte Sidestick im echten Airbus Cockpit. Am echten Sidestick haben wir tatsächlich nur 2 Tasten, und zwar diese Push-to-Talk-Taste hier, um zu funken oder mit der Kabine zu sprechen oder worauf auch immer wir unser Mikrofon gerade geschaltet haben, und diesen Takeover-Push-Button. Den gibt es am echten Sidestick auch. Darüber können wir den Autopiloten ausschalten oder die Kontrolle über das Flugzeug übernehmen und im Ernstfall sogar den gegenüberliegenden Sidestick deaktivieren. Dazu kommen dann noch 3 weitere Tasten, die der echte Sidestick nicht hat, und zwar dieser kleine Joystick hier, um sich umzuschauen. Ich nutze es ehrlich gesagt relativ wenig. Ich habe meine vorgespeicherten Sichten, auf denen ich alles Wichtige drauf habe, aber die anderen frei belegbaren Tasten hier, die nutze ich zum Beispiel gar nicht, habe ich keine Verwendung für, weil im Livestream ist es mir dann auch wichtig, dass ich mit dem Mauszeiger dann überall hingehe, damit ihr auch entsprechend sehen könnt, was ich da mache. Deswegen, ich brauche diese 2 Tasten gar nicht, aber es ist okay, dass sie da sind, sie stören nicht. Ansonsten ist der Thrustmaster Sidestick designtechnisch nicht ganz genauso wie der echte Airbus Sidestick, aber ähnlich wie der echte Airbus Sidestick. Er soll aber auch nicht ganz genauso sein wie der echte Airbus Sidestick, denn dann würde diese eine wichtige Funktion fehlen, die mir sehr gut gefällt, und zwar kann ich die Position des Takeover Push-Buttons ändern. Entweder ich packe ihn hier links hin, damit man mit der rechten Hand, das heißt für den First Officer, den rechten Sidestick im Airbus Cockpit nachbilden kann. Oder aber ich packe den Takeover-Push-Button nach rechts, habe dann also einen nachgebildeten linken Sidestick und kann damit eben als Kapitän und dann mit der linken Hand das Flugzeug steuern. Für mich eine coole Sache, ich bin erster Offizier auf dem Airbus, das heißt, ich habe das Ganze hier links installiert und ihr seht es auch in den Livestreams, ich fliege immer vom rechten Sitz aus, das bin ich ganz einfach gewohnt, mit der linken Hand die Schubhebel kontrollieren und mit dem rechten Hand den Sidestick. Und dass ich das hier so einstellen kann, ist schon mal eine coole Sache. Vom Gefühl her, sage ich euch ganz ehrlich, als ich den Sidestick hier zum ersten Mal ausgepackt und benutzt habe, dachte ich, okay, das ist ein bisschen zu leicht. Also das wird sich nicht so anfühlen wie das echte Airbus Fliegen, weil der einfach zu leicht bewegbar ist und es vor allem auch viel zu leicht ist, die Vollausschläge zu erreichen. Das heißt, wir haben hier, egal in welche Richtung ich das bewege, eine lineare Kraftentwicklung. Und das ist beim echten Airbus Sidestick nicht so. Vor allem, wenn man da Vollausschläge erreichen möchte, muss man doch tatsächlich deutlich mehr Kraft aufwenden. Aber dass das hier so ist, dass das hier deutlich leichter ist, ist kein Nachteil, sondern eher ein Vorteil. Denn entscheidend im Airbus, um den vernünftig fliegen zu können, ist die Armlehne. Das glaubt man gar nicht so, das vergisst man immer wieder, auch wenn man in irgendwelchen Simulatoren mal einen Airbus A320 bewegt. Also jetzt nicht in den Full-Flight-Simulatoren, in denen die Piloten trainieren, sondern in irgendwelchen Freizeitsimulatoren, in die man mal rein kann. Da wird die Funktion der Armlehne oft unterschätzt und ich war ein bisschen überrascht, als ich so ein paar Simulatoren gesehen habe, dass da die Armlehne nicht vernünftig nachgebildet ist, denn die ist entscheidend dafür, um das nötige Gefühl und die nötige Kraft aufzubringen, um den Sidestick vernünftig auszulenken und damit das Flugzeug vernünftig zu steuern. Deswegen kann man die ja auch so genau einstellen, wie man das im Airbus Cockpit nun mal kann. Hat man diese Möglichkeit, die Armlehne ganz fein einzustellen, nicht, und bei den meisten von euch wird das am Schreibtisch, wo sie Flugsimulator zocken, wahrscheinlich nicht der Fall sein, bei mir ist es auch nicht so, da
ist es eher ein Vorteil, dass sich dieser Side-Stick so leicht und halt so linear bewegen lässt, wie wir das von einem ganz normalen anderen Joystick gewohnt sind. Einige von euch haben mir aber dann immer wieder berichtet, dass sie die Kraft, die sie bei diesem Side-Stick hier aufwenden müssen, doch immer noch ein bisschen zu gering finden und haben dann Abhilfe geschaffen, indem sie den HOTA Side-Stick von Thrustmaster, also Joystick, eine deutliche Preiskategorie darüber, umgebaut haben zu einem Side-Stick mit einem entsprechenden Aufsatz dazu. Einige von euch schwören da anscheinend drauf und ich finde es auch ziemlich cool, vor allem, weil man ja mit so Klammern an seinem Schreibtisch den Side-Stick dann so ein bisschen nach unten befördern kann und sich dann vielleicht mit dem, was ich euch eben gesagt habe, so eine kleine Zwischenlösung bauen kann, indem man dann vielleicht noch einen Schreibtischstuhl hat, bei dem man die Armlehne entsprechend einstellen kann. Weil ich sage euch ganz ehrlich, im Airbus-Cockpit, wir könnten das Flugzeug definitiv nicht so gut steuern, wenn wir diese Armlehne nicht hätten. Die ist ein fast genauso wichtiger Bestandteil wie der Side-Stick selbst. Also die muss definitiv vernünftig eingestellt sein. Hat man die nicht und der Arm ist die ganze Zeit in der Luft, dann ist das hier, finde ich, dann doch tatsächlich eine ganz gute Lösung und man kann sich da sehr gut dran gewöhnen. Dazu fällt auf, dass der Side-Stick sehr viel weniger gedämpft ist als der echte Side-Stick. Also wenn ich den hier loslasse, dann schnellt er einfach zurück in die Mitte. Das ist beim echten Side-Stick definitiv nicht so. Dass das nicht so einfach umzusetzen ist für einen Joystick. Das erkennt man, wenn man sich mal anschaut, was unter diesem echten Side-Stick alles noch da dran ist, damit der sich so anfühlen kann, wie er sich anfühlt. Das gibt es zwar mittlerweile auch alles für den Flugsimulator, aber braucht dann halt eben auch entsprechend Platz und kostet logischerweise auch das entsprechende Geld. Also da sind wir wieder bei den Geschichten aus einer anderen Preiskategorie, aber möglich ist das mittlerweile auf jeden Fall. Thema Schubhebel, ganz klare Sache, hat mich sehr begeistert. Schubhebel mit entsprechenden Rasten. Das heißt, wenn wir jetzt auf der Startbahn stehen und beim Airbus Gas geben, dann schieben wir die Schubhebel ja nicht einfach voll auf Anschlag nach vorne, sondern entweder wir schieben die Schubhebel in die Flex-MCT-Raste. Damit haben wir die Möglichkeit, einen bewusst verringerten Startschub zu setzen. Oder wir schieben es in die Toga-Raste, dann schieben wir es doch ganz nach vorne. Aber es ist wichtig, dass diese Rasten existieren und das ist bei diesem Schubhebel so, was ich sehr, sehr gut finde. Aber ganz entscheidender Unterschied, der Side-Stick hat ungefähr die Größe wie der echte Side-Stick im Airbus-Cockpit auch. Die Schubhebel sind definitiv ein gutes Stück, ich weiß nicht, ob es genau die Hälfte ist, vielleicht nicht ganz, aber sie sind definitiv ein gutes Stück kleiner als die echten Schubhebel im echten A320. Die sind dann auch aus Metall und so weiter, hier ist alles aus Kunststoff, das ist aber erstmal überhaupt nicht schlimm, aber vom Feeling her, mit meiner Muscle Memory komme ich bei diesen Schubhebeln nicht ganz so weit. Das ist für mich definitiv ein Minuspunkt, denn ich fliege den Airbus sehr gerne auch mit manueller Schubsteuerung. Also wir schieben die Schubhebel beim Start in die Flex-MCT-Raste oder in die Toga-Raste. Dann, sobald wir eine bestimmte Höhe erreicht haben, die Thrust Reduction Altitude, reduzieren wir den Schub, indem wir das Ganze in die Climb-Raste zurückziehen. Bis zur Landung verbleiben die Schubhebel dann ja in dieser Raste und dann zieht man entweder kurz vor dem Aufsetzen, wenn man mit automatischer Schubkontrolle anfliegt, die Dinger einfach in Idle. Das funktioniert auch hervorragend. Aber wenn man manuelle Schubsteuerung benutzen möchte, dann benutzt man den Bereich zwischen Idle, also Leerlauf, und der Climb-Raste. Und die ist hier tatsächlich sehr, sehr klein. Das sind nur ein paar wenige Zentimeter, die man hier zur Verfügung hat. Es ist immer super spannend zu sehen, wenn jemand zum Beispiel von der Boeing 737 auf den A320 umschult und man die Leute dann im Simulator sitzen hat und die dann anfangen, da groß an den Schubhebeln rumzurühren, weil sie das von der 737 so gewohnt sind. Das Flugzeug kann man anscheinend sehr viel mehr nach Gefühl mit den an den Schubhebeln und nach Gehör dann wahrscheinlich steuern. Also ich will damit nicht sagen, dass man die Triebwerksinstrumente nicht im Blick haben muss, aber beim Airbus muss man sie ganz offensichtlich sehr viel mehr im Blick haben, als das vielleicht bei einer Boeing der Fall ist, wo man sehr viel mehr Platz hat, um mit den Schubhebeln zu hantieren. Das hat man beim Airbus so nicht und das ist schon auf dem echten Flieger ein Problem in Anführungszeichen, was man einfach darüber löst, indem man die Triebwerksinstrumente dauerhaft im Scan, also wenn man den Blick so über die Instrumente schweifen lässt, dauerhaft im Scan mit drin hat. Es wird einfach hier noch komplizierter als im echten Flugzeug, weil der Bereich, den man hier benutzen kann für die manuelle Schubsteuerung, so klein ist. Und man dann einfach, indem man die Schubhebel ein kleines bisschen nach vorne schiebt oder sie vielleicht nicht perfekt synchronisiert stehen, direkt mal 10% Unterschied auf beiden Triebwerken hat oder sowas. Und das muss man die ganze Zeit mit dem Blick behalten und die ganze Zeit mit dem Scan haben. Und das ist am Anfang einfach sehr anspruchsvoll, muss man sich hier definitiv dran gewöhnen. Die bessere Erklärung ist vielleicht noch, ihr kennt es ja im Auto, da gibt es meist ein Drehzahlmesser und es gibt einen Tacho. Also der Drehzahlmesser kann nicht ganz so unwichtig sein. Und trotzdem gibt es Leute, die haben keine Ahnung, was sie da angezeigt bekommen. Sie fahren einfach nach Gehör, nach Gefühl. Sie schalten auch manuell nach Gefühl und so weiter. Also es gibt Leute, denen ist dieser Drehzahlmesser vollkommen egal. Und so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, wenn Leute wirklich absolut nach Gefühl ein Flugzeug fliegen. Das funktioniert in einem Flugzeug mit Jettriebwerken schon mal nicht mehr ganz so einfach
Und in einem Airbus, wo man dann eben diesen etwas kleineren Bereich nur zur Verfügung hat, da ist es quasi unmöglich, das Flugzeug vernünftig zu steuern oder vernünftig stabil anzufliegen, wenn man überhaupt nicht auf die Triebwerksinstrumente achtet. Dieses Auto ohne Drehzahlmesser zu fahren ist quasi unmöglich. Und das wird hier im Flugsimulator durch diesen super kleinen Bereich, den man nur zur Verfügung hat, noch viel schwieriger. Im Reverse-Bereich ist das ganz genauso. Also ihr habt ja das ja so wie beim echten Airbus-Schubhebel auch. Ihr zieht die Schubhebel auf Leerlauf und dann geht es auch wirklich nicht mehr weiter. Also hier werden die Schubhebel dann gehalten. Ihr müsst, um in den Reverse-Bereich zu kommen, also in die Schubumkehr zu kommen, müsst ihr die Schubhebel erst entriegeln und könnt sie dann in den Reverse-Bereich ziehen. Das ist ganz hervorragend gemacht, gefällt mir richtig gut, aber wenn ich, wie meistens halt im echten Leben auch, nur Idle Reverse, also die Schubumkehr im Leerlauf benutzen möchte, dann ist das echt ein bisschen fummelig, weil ich das nicht einfach von unten wieder hochschieben kann an diese Sperre, sondern dann so ein bisschen erfühlen muss, was ist denn hier noch Leerlauf, und da dieser Bereich auch wieder sehr, sehr klein ist, gebe ich dann auf dem einen Triebwerk viel Umkehrschub und auf dem anderen nicht. Und das sorgt dann vor allem bei Seitenwind wieder für Steuerungsprobleme und so weiter. Also das ist echt ein bisschen tricky, weil dieser Bereich einfach so super klein ist. Ansonsten sind hier noch Kleinigkeiten dran. Ein Hebel für die Landeklappen finde ich cool. Genauso den Hebel für die Speedbrakes. Auch der ist gut gemacht. Allerdings würde ich mir bei beiden Sachen zwei coole Funktionen wünschen und ich weiß nicht so ganz, warum sie das nicht umgesetzt haben. Und zwar den echten Flapshebel, da muss man so ein bisschen runtergreifen und den dann entsperren, um den von Stufe zu Stufe bringen zu können. Und den Hebel hier, den muss man normalerweise runterdrücken, um die Speedbrakes benutzen zu können. Und vor allem eine ganz coole Funktion, nachdem man die Triebwerke gestartet hat und in Richtung Startbahn rollen möchte, muss man beim Airbus die Spoiler armen. Also man muss sie quasi auf Alarmstellung stellen. Was heißt denn armen auf Deutsch? Naja, auf jeden Fall zieht man dabei im echten Airbus-Cockpit diesen Hebel einfach nach oben. Und das hätte ich mir auch gewünscht, das wäre eine total coole Funktion gewesen, weil dann kann man diesen Flow, den man im Airbus-Cockpit geht, nachdem man die Triebwerke gestartet hat, auch richtig vernünftig machen. Man zieht die Spoiler nach oben, dann den Rudder-Trim einmal resetten. Das gibt's hier sogar. Was absolut fantastisch ist, ne? Gerade wenn man im Simulator dann mal Engine Failure üben möchte, wenn das dann irgendwann mal vernünftig simuliert ist, dann gibt es hier einfach ein Rudder Trim Reset und einen kleinen Hebel, um den Rudder Trim einzustellen. Das ist absolut genial, dass das den Weg hier auf dieses Panel geschafft hat, weil dann kann man sich nämlich auf das Fliegen konzentrieren, wie im echten Flieger, und kann quasi geradeaus vorne rausschauen, muss nur mit seinem Händchen hier runterwandern und kann dann entsprechend den Rudder Trim bearbeiten und kurz vor der Landung dann auch Rudder Trim wieder auf Null setzen, indem man einfach den dazugehörigen Knopf drückt. Finde ich absolut großartig, dass das hier mit drauf ist. Und damit kommen wir zu der wichtigsten Sache. Wie fühlt es sich an, einen echten Airbus im echten Leben zu fliegen und dann einen Airbus im Flugsimulator mit dem Thrustmaster, in diesem Fall mit dem Airbus Captain's Pack, hier zu fliegen? Eine realistische Nachbildung, das wäre falsch. Also, wie gesagt, dieser Sidestick hat die einigermaßen passende Größe. Mit den Schubhebeln ist alles deutlich kleiner und vor allem ist es sehr fein. Die Schubhebel lassen sich sehr leicht bewegen, was auch im echten Airbus-Cockpit übrigens der Fall sein kann. Auch da lassen sich die Schubhebel oft sehr leicht bewegen. Allerdings die Rasten, da kommt man hier auch mal schnell drüber hinweg. Das ist im echten Airbus-Cockpit definitiv nicht so. Da rasten die Hebel ganz klar ein und man weiß wirklich ganz genau durch Mitzählen der Rasten, in welcher Raste man gerade ist, ohne hinzuschauen. Wenn ich mich so ein bisschen dran gewöhnt habe, dann funktioniert auch mein Muscle Memory aus dem echten Cockpit hier im Flugsimulator ganz hervorragend. Und alles andere, was dann dazu kommt, das hängt halt dann eben vom Flugzeug ab. So wie es im echten Leben ja auch ist. Ich habe gerade die Umschulung auf den Airbus A330 gemacht. Und auch wenn das vielleicht manchmal so ein bisschen komisch klingt, die erste Flugstunde, die man im Full-Flight-Simulator, also in den großen Simulatoren, die sich bewegen, die erste Flugstunde, die man da auf dem neuen Flugzeug macht, ist tatsächlich so ein bisschen, ja, dann flieg einfach mal los und flieg mal so ein bisschen links und rechts und guck mal, was dir auffällt und so im Vergleich zum A320. Weil die Eingabegeräte, also Sidestick, die Displays vor mir und die Schubhebel und so weiter, das ist ja alles quasi identisch zu dem, wie ich es aus dem A320 kenne. Und das kann man auch ziemlich gut in den Microsoft Flight Simulator übertragen. Wenn das Flugzeug, was ich da bewege, gut gemacht ist, gut simuliert ist, dann fühlt sich das, was man hier am Sidestick und an den Schubhebeln macht, auf einmal ziemlich realistisch und ziemlich gut an. Ihr seid so ein bisschen angewiesen darauf, wie gut das Flugzeug ist, das ihr im Flugsimulator bewegt. Und ich sage euch ganz ehrlich, beim Phoenix A320 habe ich aktuell so ein bisschen das Gefühl, dass es schon mal besser war, gerade wenn es um das Thema Landung geht. Es kommt ja jetzt noch ein neues Update und sowas und es wird wirklich mit sehr viel Energie das Flugzeug immer und immer weiter verbessert und es ist definitiv das beste Add-on, was ich jemals benutzt habe. Ein Add-on auf so einem hohen Level habe ich ganz einfach noch nie gesehen und ist absolut fantastisch, was da für ein Projekt umgesetzt wird. Aber gerade wenn es um das Thema Landung geht, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, das, was noch fehlt, damit es sich realistisch anfühlt im Vergleich zum echten Airbus, das
hängt gerade so ein bisschen am Flugsimulator, nicht an den Peripheriegeräten, die uns zur Verfügung stehen. Also, abschließend für euch zu merken, das, was ich hier von Thrustmaster habe, gefällt mir für das Airbus-Fliegen im Flugsimulator wirklich sehr, sehr gut. Ganz einfach, weil ich weiß, dass ich kein großes Home-Cockpit oder sowas haben möchte. Ich möchte Sachen haben, die ich ganz einfach hinstellen kann, wenn ich live streame und dann auch ganz einfach wieder wegräumen kann, wenn ich den Platz am Schreibtisch brauche. Das funktioniert hiermit wahnsinnig gut. Ich brauche keine großartig einstellbare Armlehne oder sowas. Ich kann die Sachen einfach auf dem Schreibtisch haben und kann damit eine Runde fliegen und kann auch vernünftig für meine Simulatoren, die ich ganz normal in meinem Pilotenleben, in meinem Pilotenalltag dann zu bewältigen habe, dafür kann ich vernünftig mit diesen Sachen am Flugsimulator trainieren. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Große Stärke des Flugsimulators ist definitiv den Scan, den man entwickeln muss und den man auch im echten Verkehrsflugzeug braucht. Erwartet hiervon definitiv keine Wunder. Es gibt sehr viel bessere Sachen auf dem Markt, aber es gibt auch sehr viel schlechtere Sachen auf dem Markt. In dieser Preiskategorie für das Fliegen eines Airbus-Flugzeuges im Flugsimulator finde ich das absolut gelungen und damit schließt sich der Kreis zum Anfang dann. Ich bin einfach sehr, sehr happy, dass sich mal ein Hersteller vernünftig damit auseinandergesetzt hat, was Leute brauchen, die halt nicht nur Militärflugzeuge im Flugsimulator bewegen möchten, sondern die eigentlich super happy damit sind, wenn sie mit ihrem Airbus durch die Gegend gondeln und die auf sowas wie Rasten an den Schubhebeln einfach sehr viel Wert legen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen für euch beantworten und dann sehen wir uns ganz bald bei einem neuen Video bzw. bei einem neuen Livestream wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, liebe Leute. Vielen Dank für eure großartige Unterstützung. Bis zum nächsten Mal und tschüss.